Ja, lieben Dank für die netten einführenden Worte. Ihnen will ich auch noch ein klein bisschen hinzufügen, damit das Ganze, was ich heute vortragen möchte, auch ein bisschen besser verständlich wird. Was hat ein Bausachverständiger für Thermografie und ein technischer Thermodynamiker mit Astronomie zu tun? Ganz einfach. Ich habe hier mal so einen als kleinen Appetizer, eins meiner letzten Werke, naja, so letzt ist es auch nicht mehr, mal so als vorbereitende Schleife eingeführt. Hier sieht man einfach, was im Laufe eines Tages in einer alpinen Landschaft an Temperatur passiert. Die Vorgeschichte ist folgende. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt, wie man sieht, durchaus nicht schlecht, als Bausachverständiger. Das kennen Sie wahrscheinlich so ein bisschen aus der Bausparkassenzeitung, diese bunten Bildchen von den Häuschen, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Nun bin ich aber auch eben, wie schon angekündigt wurde, ja, mittlerweile doch deutlich mehr als die Hälfte meines Lebens in der Astronomie unterwegs. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich das Privileg, dass ich Zugriff auf eine Messtechnik habe, die aus finanziellen und auch aus physikalischen Gründen weit außerhalb der Reichweite von normalen Amateurastronomen liegt, dafür einsetzen, einen Erkenntnisgewinn zu produzieren, wovon Sie und ich, wir alle etwas haben. Und genau das sieht man auch bei diesem Video. Es geht darum, wie verhält sich eigentlich unsere Umwelt thermisch? Wir haben ja sicherlich schon mal gehört, dass die Luftunruhe, das ist ja eigentlich des Astronomen zweitärgster Feind nach dem Tiefdruckgebiet, dass die Luftunruhe, die uns eigentlich den schönen Blick auf die Sterne in hoher Vergrößerung, speziell auch Sonne und Planeten, in hoher Vergrößerung eigentlich vermasselt, wodurch das überhaupt entsteht. Und in der Tat ist es möglich, mithilfe der mir zugänglichen Infrarottechnik die Mechanismen, die die Luftunruhe erzeugen, sichtbar zu machen und dadurch erstmalig und auch besser verständlich. Und ich kann Ihnen auch schon direkt ankündigen, es bleibt nicht nur bei einigen grauen Aufnahmen aus der Umwelt, sondern ich werde Ihnen auch 4 Bildsequenzen präsentieren, die für uns geplagte Normalastronomen durchaus interessant sind, die bisher noch niemand zu sehen bekommen hat, weil sie so neu sind, dass ich bisher gar nicht die Gelegenheit hatte, Ihnen das vorzuführen. So, zunächst in einem ersten Teil möchte ich Ihnen vorführen, was Thermografie denn überhaupt ist. Und dazu habe ich so ein ganz kleines, einen ganz kleinen PowerPoint-Vortrag vorbereitet. Keine Sorge, ich werde Ihnen jetzt keinen glatt polierten PowerPoint-Vortrag hier runternudeln, so wie das so bei der Vertriebs GmbH für den Saugbläser Heinzelmann üblich ist, die sich darüber beschweren, dass der immer noch in Braunlage fehlt. Nee, keine Sorge, das geht so ein bisschen mehr Freestyle. So, was ist Thermografie? Zunächst ist Thermografie genau das, was es zeigt. Das ist die Fotografie von Wärme. Dazu müssen wir ein bisschen Physik angucken, aber das ist nur ein bisschen Physik, keine Sorge, ich haue Ihnen jetzt hier keine Diagramme und Formeln um die Ohren. Erfreulicherweise brauche ich auch nicht, denn die Hausaufgaben hat der Hersteller meiner Kamera schon für mich gemacht. So, dann besprechen wir ein bisschen, was die Thermografie für die Astronomie leisten kann. Und dann zeige ich Ihnen einige Videosequenzen, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Wir schauen uns die mal an und ich gebe da meinen Senf dazu. Zunächst erstmal Infrarot. So, und wie es dann schon in der Bibel heißt, und es begab sich zu der Zeit, dass der kleine Captain Dittel, also noch deutlich dünner und jünger war, den Pausenclown auf irgendeiner Karnickelzüchtermesse gemacht hat. Und ich habe da mal einen kleinen Stand gehabt mit dem allbekannten Bonner Architekten zusammen, mit dem ich bis heute zusammenarbeite. Ich habe meine erste Kamera aufgebaut und die Leute so bunt gezeigt. Und dann kam da irgend so ein Welterklärer vorbei und meinte, das ist doch Sie machen. Ich nehme einen Infrarotfilm, lege den in meine Kamera rein. Damals gab es noch chemische Filme, da sehen Sie mal, wie lange ich schon im Geschäft bin. Und dann fotografiere ich die Häuser. Der konnte die Welt erklären. Toll. Leider nein. Wie Sie sehen, es gibt das Infrarot als solches gibt es überhaupt nicht. Es gibt das nahe Infrarot. Das ist das, was unsere Kameras sehen können. Zum Beispiel, Sie kennen ja das IRGB-Verfahren. Infrarot, Rot, Grün, Blau. Und das Infrarot, was damit gemeint ist, ist praktisch das, was gerade eben an der äußersten Sichtbarkeitsgrenze des sichtbaren Lichtes klebt. Das ist ungefähr das, was die Diode auf ihrer Fernsteuerung vom TV aussendet. Das ist das
nahe Infrarot. Und dann gibt es das Mittelwelleninfrarot, das liegt bei 3 bis 5 Mikrometern, ist mittlerweile ein bisschen aus der Mode gekommen. Man braucht es noch für spezielle spektroskopische Aufgaben und in der Chemieindustrie. Aber die Kameras, die es, früher gab es die Kameras mal serienmäßig, aber die Kameras, die heute noch verkauft werden, werden vielleicht noch 10, 20 Stück pro Jahr gebaut und kosten so viel wie ein veritables Einfamilienhaus. No way. Wir beobachten hier zwischen 8 und 12 Mikrometer und das ist was Besonderes. Denn hier können wir schon etwas lernen, was uns die Welt etwas besser erklären und verstehen lässt. Und zwar achten Sie mal auf diese blaue Kurve. Diese blaue Kurve, die hat der Max Planck erstmalig erklären können. Die war natürlich schon immer da. Und das ist nichts anderes als die Beschreibung, wie Gegenstände im Infraroten von sich aus leuchten. Wenn wir jetzt Infrarotaugen hätten und das Licht ausmachen würden, es wäre knackedunkel, im thermischen Infrarot könnten wir sehen, als ob jetzt die Lampen an wären oder die Jalousien offen. Warum? Weil alles von sich aus leuchtet. Wir mögen nur die einzigen Körper auf dieser Welt, die nicht leuchten, sind welche am absoluten Nullpunkt. Und wie wir wissen, die gibt es ja nicht. Spätestens die 3 Kelvin Hintergrundstrahlung vom Urknall würde alles in ein sanftes 3 Kelvin Hintergrundslicht dunkeln. Je nun, alle Raumtemperaturkörper leuchten bei 8 bis 12 Mikrometern. Aha, aber was ist denn hier und was ist da? Hier sitzt das Wasser und hier sitzt das Kohlendioxid. So, Erklärung A. Was hat es denn mit diesen Treibhausgasen auf sich? Ganz einfach, das Kohlendioxid macht Folgendes. Es schiebt diese Grenze immer weiter rein. Das Band wird kürzer. Ich muss das Mikrofon etwas gleichmäßiger halten. Und wenn mit der Wasserdampf reinkommt, der macht dann hier zu. Und das böse, böse Methan oder das FCKW, die setzen hier einen Deckel drauf. Und so funktioniert der Treibhauseffekt. Das heißt, wir bekommen hier mal echt eine infrarotphysikalische Erklärung für den Treibhauseffekt. Wenn Sie also nächstes Mal irgend so eine Welterklärungstroller im Fernsehen sehen, die uns was vom Treibhauseffekt erzählen wollen, dann wissen Sie endlich, worum es sich handelt. Das heißt, die Amateurastronomen mit diesen ganzen CCD-Kameras, die wuseln hier rum. Und die Thermografie, die wuselt hier rum. Das heißt, wir haben es in einer komplett anderen Welt zu tun. Wenn Sie ein Fan der Orgelmusik sind, dann ist dieser Bereich etliche Oktaven von dem Bereich entfernt. Das ist ungefähr so, als ob wir hier die klänkesgroßen Pfeifen haben und die, die bis in den Kirchturm gehen, von der Wellenlänge. Das bedingt natürlich einige physikalische Besonderheiten, auf die ich dann gleich eingehen werde. So, noch ganz kurz, Wien'sche Gesetz, brauchen wir uns nicht merken, ist nur just for info. Kältere Körper senden sehr wenig Infrarot aus, wärmere Körper sehr viel Infrarot und gleichzeitig verschiebt sich hier auch noch das Maximum. Ich gebe zu, ich habe die Folie aus einem anderen Vortrag geklaut. So sahen mal Thermokameras aus, damit habe ich angefangen, Gott hab sie selig, meine erste Scannerkamera. Man sieht aber das Typische, man hat hier eine große Eingangslinse. Diese Eingangslinse sieht zwar normal aus, ist sie aber nicht. Die ist aus Germaniumkristall. Germanium ist eines der ganz wenigen Materialien, die wirklich durchsichtig sind, eben für dieses ferne Infrarot. Deswegen macht man die Linsen da draus. Und dann sehen Sie hier so ein kleines Pöttchen. Und dieses kleine Pöttchen wurde damals mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Ein bisschen traurig, dem flüssigen Stickstoff ja noch hinterher. Man konnte so viel Spaß damit. So funktionierte das. Wir hatten hier einen Tank, da ist eine Diode drin, 77 Kelvin. Das Bild entsteht mit Scannern und so weiter. Die Zeiten sind vorbei. Heute ist das alles viel profaner geworden und funktioniert nicht mehr anders als Ihre Fotokamera. Wir haben hier einen Träger, der wird thermostatisiert und kleine Sensoren. Und diese kleinen Sensoren, die tasten die Infrarotstrahlung dadurch ab, dass sie sich in dieser Strahlung ganz minimal erwärmen und dadurch ganz minimal den Widerstand ändern. Es handelt sich hier wirklich nur um Bruchteile von Mikrovolt. Also jeder Elektroniker kriegt graue Haare.
Aber es funktioniert. Und diese Dinger werden also mittlerweile doch in recht angenehmen Stückzahlen hergestellt, sodass die Preise, sagen wir mal, für Vollprofis wie mich, die wirklich davon leben, in bezahlbare Größenordnung kommen. Deswegen hat der kleine Captain Diddle sich so ein Ding gekauft und rennt damit jetzt auf die Menschheit zu. Ich habe den Leuten gesagt, als die sich mal nach dem Preis meiner Kamera erkundigt haben, ja, so ungefähr so wie ein guter Mercedes. Nur, und ich sage, boah, ist das teuer. Nö, ist nicht teuer. Mit Mercedes kann ich nicht ihr Haus aufnehmen. Und ihnen sagen, wo der Rohrbruch ist. So, ganz kurz, was kann man mit Thermografie machen? Ganz viel Bullshit. Das kennen Sie, ne? Das sind immer die Dinger, die Sie aus der Zeitung kennen, ne? Bunt, laut, schreiend, trara. Das ist die Realität und so baut man heute. So, und weil das vielen Leuten, insbesondere den Leuten, die gerne Säue durchs Dorf treiben, nicht passt, geht man gerne hin und macht Folgendes. Das ist exakt dasselbe Bild, nur ich habe hier ein bisschen an der Skala manipuliert. Und der Professor Gensmantel von der TU München, der mir dieses Bild mal aus dem Kreuz geleiert hat, der meinte von, Didier, wissen Sie, was das ist? Das ist virtuelle Sanierung. So, und das ist das Gegenteil und das genau macht die Zeitung, die Bausparkassenzeitung oder die Billigknipser. Die gehen hin, treiben einfach den Kontrast hoch und sie können aus einem wunderbaren Niedrigenergiehaus eine Schleuder machen und dann rennen die Leute zum Anwalt. Toll, wa? So, was ich damit nur kurz sagen möchte, Thermografie ist nicht was für jedermann. Eine Thermografiekamera kaufen ist, als ob Sie sich einen Airbus kaufen. Sie wissen, ein Airbus ist an sich eine praktische Angelegenheit, bringt Sie von hier nach Mallorca. Ne? Toll. Nur, gehen Sie mal zur EADS hin. Doch, ich hätte gern Airbus A320. Klasse, verkaufen wir Ihnen sofort. Einpacken brauchen Sie nicht. Aber haben Sie eine Halle? Haben Sie Triebwerksmechaniker? Können Sie einen Flugplatz nachweisen? Haben Sie einen Servicevertrag und so weiter? Das heißt, Thermografie geht nur, wenn man sich ein System kauft. Eine Kamera alleine kriegen Sie nicht. Und das ist auch gut so. Denn, hier mal als Beispiel, ein und dasselbe Bild. Toll, ne? Wir drehen hier, wir drehen da. So, und das ist das Besondere an der Thermografie. Wir müssen ja eine Welt, die wir überhaupt nicht sehen können, in das Sichtbare übersetzen. Und das muss gewissen Regeln folgen. Und damit ich jetzt aus diesen Bildern einen Erkenntnisgewinn holen kann, gehe ich jetzt nicht hin und sage hier blau, grün, rot, gelb, sondern ich gehe hin, was bedeutet, wenn in der Landschaft 15 Grad 15 Grad sind oder 17 Grad 17 Grad. Und da ist dann der Physiker gefragt. Erfreulicherweise, ich habe Hilfe bekommen. An dieser Stelle darf ich mich insbesondere bei Claudia Hinz und dem Meteorologischen Institut der FU Berlin bedanken. Die haben mich nämlich mit Literatur versorgt, wodurch ich ein Kurzstudium in bodennaher Atmosphärenphysik machen konnte. Und da habe ich eine Menge gelernt. Und zwar Folgendes. Ich habe einfach mal hier zwei Beispiele, so ein bisschen aus meinem Fundus geschnappt, gerade eben noch. Und man sieht hier ganz typische Stadtszenerie, hier ein etwas höheres Haus. Und hier war gerade die Sonne untergegangen. Und man sieht, dass die Sonne Verheerendes angerichtet hat. Wir haben hier bei den Fensterbrüstungen teilweise Temperaturen noch von 30 Grad, während es hier in den Schattenbereichen durchaus nur noch 20, 18 Grad sind. Das heißt, wir haben auf wenigen Metern Temperaturunterschiede von 13, 14 Grad. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, was passiert denn, wenn Sie einen Ballon nehmen? Den blasen Sie auf. So, den tun Sie in die Sonne und das ist vielleicht ein schwarzer Ballon. Dann macht er nämlich den hier. Wenn es kälter wird, dann geht er wieder zurück. So, nun ist jetzt um jeden jede Turbulenzballen, also so eine Wirbelwolke in der Luft, natürlich keine Gummihaut drum, sondern die durchmischen sich. Dann breitet sich die Luft aus, sie wird dünner und steigt auf, ne? Und schiebt dann die kühlere Luft beiseite und das wirbelt sich dann und so weiter. Dummerweise, warme Luft wirkt auf das Licht anders als kalte Luft. Es bricht das Licht, es fängt an zu flimmern. Und je stärker diese Temperaturunterschiede ist, desto stärker flimmert das. Und genau das ist der Grund, weswegen ich mein thermografisches und physikalisches Wissen einsetzen möchte, um hier zu forschen und Ihnen und für mich und überhaupt für die gesamte Amateurastronomie Regeln oder einfach ja, Erfahrungswerte an die Hand zu geben, dass wir uns
A, unsere Fernrohre optimieren, unsere Beobachtungsmethoden optimieren und auch die Auswahl unserer Beobachtungsplätze ein klein bisschen optimieren können. Und ich denke mal, dafür ist es allemal wert, wenn ich sozusagen meinen professionellen Hintergrund dafür zur Verfügung stelle, dass wir Astronomen hinterher auch ein bisschen schlau sind. Ne? So, schauen wir uns mal an, wie komplex das ist. Im Inneren von Räumen haben wir nichts davon, denn Wände sind ja im Allgemeinen nicht durchsichtig. Zumindest nicht im sichtbaren Wellenlängenbereich. Bei Neutrinos oder Myonen ist das anders. Innen haben wir nur ein bisschen Strahlungsgleichgewicht und das war's schon. Außen haben wir Wind, haben wir Konvektion, haben wir Abstrahlung, haben wir Einstrahlung. Alles durcheinander und alles im Nichtgleichgewicht. Ich zeige Ihnen dann gleich noch jede Menge Bilder, wo Sie das dann sehen können. So, hier einfach mal ein paar Aufzeichnungen. Das ist meine eigene Wetterwarte, die ich im Garten habe. Hier eine Aufzeichnung aus dem Mai 2011. Aber es läuft jetzt ganz genauso. Wir haben also tagsüber teilweise Temperaturen, die an die 30 Grad rangehen. Heute sowieso noch mehr. Und nachts kann also die Erdoberfläche bis auf 10 Grad abkühlen. Heute, an diesem sonnigen Tag. Das ist ein Tagestemperaturgang von 50 Grad. Das müssen Sie mir auf der Zunge zergehen lassen. 50 Grad rauf und runter. Und das können Sie sich vorstellen, das ist genauso wie beim Heißluftballon, wenn man den Brenner einschaltet oder nicht. Boff, 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 rauf, runter, rauf, runter. Gleiche Jahrestemperaturgang. Man sieht also auch da geht es wirklich wie in der Achterbahn rauf und runter. So, das sind also sowohl Tages- als auch Jahrestemperaturgänge, die dafür sorgen, dass die Luft also mehr oder minder viel Bewegung macht. So, was erwartet Sie jetzt? Ich habe hier einfach mal ein paar Landschaften aufgenommen, denn ich bin einer von diesen seltsamen Typen, die ihre Leidenschaft auch mit in den Urlaub nehmen. Und hier war ich, wie man sieht, auf einer Alm, die ist auch ziemlich bekannt, vor allen Dingen dieser Skilift, ne? Das heißt, das ist ein Bild aus meinem Zimmer auf der E-Alm. Ne, Emberger Alm, kennt jeder. So, und das ist fast gleicher Standort, einfach mal rauf in den Wald. Und jetzt merkt man schon, das ist eine Wiese. Und Sie sehen, das ist alles hier so im grünen Larifari-Bereich. Und es ist exakt dieselbe Skalierung. Das heißt, zwischen dem heißesten und dem kältesten Punkt sind immer 20 Grad, also ganz wenig nur. Also wenig nicht, also 20 Grad halt, ne? Und dann auch hier 20 Grad bis hier, von 16 bis 36 Grad und hier dann eben auch. Und man sieht, also die Kontraste sind hier viel, viel, viel härter. Was lernen wir da draus? Auf Wiesen beobachten muss irgendwie besser sein. Hier haben wir viel weniger Kontraste, viel weniger Ausgleich. Und das bedeckt sich ja auch mit unseren Erfahrungen. Wenn wir uns mit unserem Fernrohr in den Garten stellen und drumherum sind viele, viele Bäume, dann flimmert es, ewig und drei Tage. Und wenn wir uns auf eine Wiese stellen, die so wirklich richtig weit geht, dann flimmert es eben nicht. Und man sieht auch, woran es liegt. Je wenig Gegensätze und wenig Antriebskraft, wenige thermische Spannungen von Ort zu Ort. Und hier viele thermische Spannungen, viele thermische Untersuchungen, viele thermische Unterschiede, die einfach die Luftunruhe immer wieder antreiben. Das Ganze ist auch tageszeitabhängig. Hier einfach mal dasselbe Motiv, der Reiskofel im oberen Drautal, ungefähr 10 Kilometer entfernt, hier kurz nach Sonnenaufgang. Man sieht hier noch den Schatten von den Bäumen, von der aufgehenden Sonne. Und hier so um 11 Uhr mittags, wenn ich sozusagen meine ersten beiden Tassen Kaffee verdaut habe. Und man sieht sofort, was passiert. Erstmal haben wir einen sehr starken Temperaturgang von oben nach unten. Und man sieht auch, dass jetzt wieder feste Oberflächen, also wie Felsen, vor allen Dingen das Dach hier, sehr, sehr viel Sonnenenergie aufnehmen und dadurch natürlich besonders hohe thermische Spannungen auftreten. Dazu lernen wir also. Thermische Spannungen müssen irgendwie proportional zur Luftunruhe sein. Je weniger thermische Spannungen, je flauer, je langweiliger ein Thermografiebild aussieht, desto besser müsste eigentlich das Seeing sein. Theorie 1. Postulat 2. Wiesen sind am besten. Sehen habe ich noch keine Erfahrung. Ich habe noch nie an einem See thermografiert. Mittelprächtig sind Wälder, Waldränder. Und ganz schlimm muss es in der Stadt sein. Und genau hier setzen wir an. Film ab. So, jetzt geht's weg vom glattgeleckten PowerPoint-Vortrag hin zum Freestyle.
So, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Schwuppdiwupp. So, jetzt nehme ich den Windows Media Player. Der hat nämlich ausnahmsweise mal einen Vorteil. So. Der hat nämlich so, das ist der Blick aus meinem Bürofenster in Bonn. Da sieht man eine St. Josefskirche, das ist der Heckelsbergplatz. Der ist mit Bäumen bestanden. Und achten Sie mal auf die Skalierung. Die geht von 20 bis 60 Grad. Das ist erst wenige Tage her. Das heißt, es ist das erste Mal, dass ich diesen Film überhaupt in der Öffentlichkeit vorführe. Und Sie sehen sofort, wie Dächer, Autos so heiß werden, dass man da nicht mehr rumlaufen kann. Das heißt, so ein ordentliches Dach in der Sonne wird mal locker 60 Grad heiß. Aber immer wieder auf sehr begrenzten Flächen. Und jetzt achten Sie mal auf die Bäume. Die Bäume bewegen sich einfach in der ganz natürlichen, ja, Thermik. Merken Sie, was da passiert mit den Bäumen? Bäume sind sozusagen die Marshmallows für Luft. Die saugen sich voll, bis der Auftriebsdruck inzwischen den Blättern so hoch wird, dass die Warmluftblase nach oben entfernt und dann strömt kühlere Luft wieder in die Baumkronen. Das heißt, Bäume heizen das Seeing noch weiter an. Und das war für mich eigentlich neu. Das wusste ich vorher nicht. Ja. Wie genau das ist, weiß ich noch nicht. Da würde ich sagen, das ist auch eins meiner nächsten Forschungsarbeiten. Ich müsste mir allerdings noch ein Gerät bauen, mit dem man quantitativ Luftunruhe messen kann. Zum Beispiel, indem ich auf dem Nachbarhaus oder auf der Kirche eventuell einen Laserreflektor installieren kann und dann mit einer Laserlinie von meinem Bürofenster bis zur Kirche und wieder zurück die Ablenkung vom Laser messen. Das ist natürlich völlig utopisch. Ich muss mal gucken, was man da macht, tatsächlich machen kann. So. Man sieht also, die Stadt ist eigentlich der schlechteste Beobachtungsort, den es überhaupt gibt. Sie haben hier Autos, Sie haben Dächer, Sie haben massive Bauwerke, zum Beispiel hier das, ne? Das ist immer warm, da sind die Mauern einfach richtig durchgeheizt. Und dann haben Sie hier die Bäume stehen, sehr stark zerklüftet. Das heißt, Stadtklima ist also für das Seeing völlig kontraproduktiv. Gut, das war uns vorher klar, aber ich glaube, hier im Thermofilm wird es endlich mal klar, warum eigentlich. Also, dass das dermaßen krass ist, hatte ich jetzt eigentlich auch nicht mitgerechnet. Je nun, dann wollen wir mal von der Stadt direkt in das exakte Gegenteil gehen, nämlich ins Gebirge. Gucken wir uns das mal an, was passiert denn im Gebirge? So, und schwupp. So, um 16.30 Uhr angefangen mit der Aufnahme und bis 16.30 Uhr am nächsten Tag vollgeführt, also wirklich 24 Stunden round the clock. Man sieht also, der Nachmittag hat die Landschaft schwer durchgeheizt und der Himmel wölkt sich also zu und man sieht, je mehr Wolken, desto geringer der Kontrast. Am besten wäre, wenn wir Astronomen bei vollständig bedecktem wilden Wetter beobachten könnten, dann hätten wir nämlich kein Ziel. Das geht irgendwie, glaube ich, nicht. Ne? Da haben wir irgendwie Schwierigkeiten. Tja, das heißt, wir müssen damit leben, dass wir bei klarem Himmel einfach starke Temperaturunterschiede haben. Und jetzt müssen wir gucken, wie können wir der Natur dennoch ein Schnippchen schlagen. Jetzt wird es langsam Abend. Sie sehen, das Ganze kühlt langsam aus. Im Übrigen, diese Dinger hier, das sind Schneefelder. Das ist ein Nordhang. Und selbst im August, das ist aber auch schon so 2500, 2600 Meter hoch, selbst im August liegen da in den schattigen Bildern noch Schnee aus dem letzten Winter. Das sind aber nur ein paar hundert Quadratmeter, also erwarten Sie bitte nicht, dass sich da ein Gletscher draus bildet. So, jetzt wird das richtig dunkel und man merkt schon, die Gradienten werden auch weniger. Aber Sie sehen, die andere Gegenseite ist irgendwie flau. Aber man merkt schon, je später der Abend, beziehungsweise je früher der Morgen, desto ruhiger werden die Temperaturunterschiede, desto ausgeglichener werden die Temperaturunterschiede und desto mehr nimmt das Seeing ab. Das weiß man auch aus Erfahrung. Ne? Die zweite Nachthälfte ist vom Seeing her immer ruhiger als die erste Nachthälfte, einfach weil die thermischen Spannungen abnehmen. So, jetzt geht die Sonne auf und dann sehen Sie mal, wie rasch das geht. Schlagartig. Sehen Sie? Zuerst die Autos, die senkrecht stehenden Fassaden, die Berghänge drüben sind noch im Schatten. Und sobald die Sonne die Berghänge erreicht, geht auch die Verdunstung los und Sie merken schon,
anhand der aufziehenden Wolken, wie stark jetzt die Turbulenz ist. Na? Man kann es richtig sehen. Also, das Bergwetter unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr vom Stadtwetter. Eine Stadt ist eigentlich auch ein Gebirge, nur eben in kleineren Skalen. Stark zerklüftet, stark inhomogen, mit einzelnen extrem erwärmten Flächen, die praktisch wie kleine Heizpatronen wirken. Ja, was lernen wir denn daraus? Ganz einfach, wie sieht das denn aus, wenn wir die ganze Sache mal detaillierter betrachten? Und genau das habe ich auch gemacht. So, nächster Film. Ich habe mir nämlich die Wiese angeguckt. Vor meinem Hotelfenster und dabei kam Folgendes raus. Na, magst du? Weg. So. Major Player. Das war nicht das Richtige. Na, manchmal funktioniert es nicht so ganz, weil ich mich nicht hinreichend konzentriere. Sekunde bitte, meine Damen und Herren. So, jetzt geht es. Alles klar. So. Eine Wiese. Und jetzt, diese Wiese ist erheblich schneller aufgezogen, während ich gerade eben die Bilder von der Stadt und von dem Gebirge mir zwei Bilder pro Minute gemacht habe, entstehen jetzt hier zwei Bilder pro Sekunde. So, und das habe ich dann zusammengeführt. Man sieht jetzt hier was ganz Besonderes. Man sieht hier das Gras, man sieht hier die einzelnen Steine, man sieht auch hier die ganzen Almhütten, die Zaunpfähle. Aber man sieht besonders was. Sie sehen nämlich jetzt hier langsam Schlieren, den Hang hinauf. Und das ist was ganz Besonderes. Worum handelt es sich hier? Hier auf diesem Bild sehen Sie erstmalig das Ziel direkt. Ich mache die Luftwirbel direkt sichtbar. Und zwar... Durch die lokale Aufheizung bilden sich einzelne Warmluft- und Kaltluftzungen, die durch das Gras der Wiese streichen. Das Gras wird abgekühlt. Und das ist sogar ein ziemlich starker Effekt. Der Effekt macht ungefähr ein Grad aus. Und jetzt sehen Sie, dass morgens, also ungefähr 4 Stunden nach Sonnenaufgang, die Tageswärme so stark ist, dass die warme Luft, die erwärmt von der Sonne erwärmte einen Hang hinaufgetrieben wird. Und zwar mit einem relativ heftigen Kontrast. Das heißt, morgens um 9 ist, weiß Gott, keine gute Idee zu beobachten. Nun gut, eigentlich fast immer. Weil einfach die Tagestemperatur dafür sorgt, dass wir schon einen relativ regen, bodennahen Luftaustausch haben. Wie wird das denn gegen Mittag? Schauen wir uns das mal an. Ja, gegen Mittag, da war ich mit Verdauen beschäftigt. So. 15 Uhr, die heißeste Zeit des Tages. So, man sieht, der Bauer mäht im Moment oben die Wiese. Ist auch ein bisschen Tagesaktivität, aber darum geht es mir nicht. Man merkt erstmal, dass es jetzt sehr große, großkalige Fluktuationen gibt. Ganz einfach, um 9 Uhr morgens war der Himmel klar, um 15 Uhr bilden sich kleine Wolken. Und die schatten die Landschaft immer wieder mal ab. Aber man sieht, nach wie vor ist die Aufheizung der Landschaft so hoch, dass warme Luft vom Tal auf den Berg hinauftreibt und entsprechend die Wiese aufheizt. Und je nach Sonneneinstrahlung wird also die Turbulenz mehr oder minder stark. Wenn wir jetzt ein Fernrohr aufbauen würden und in die Sonne gucken, dann wäre das nicht wirklich so ein Genuss. Also ich würde mal sagen, so 3 bis 4 Bogensekunden ziehen wäre so, sind wir mal gut mit bedient. Na, vor allen Dingen jetzt, wo die Sonne kommt. Rambam geht's los. Wird es ein bisschen trüber, hört natürlich auch der treibende Motor auf. Die Sonneneinstrahlung ist geringer und es wird etwas besser. Nur, durch die Wolken kann man natürlich nicht durchgucken. Das ist ein bisschen doof, ne? Schade, bewölktes Wetter wäre so seeing-mäßig genau richtig. Na, dann gucken wir doch mal, was passiert denn abends. Dann gehen wir nochmal um die 19 Uhr. So, dalle. Ah, 19 Uhr. Klarer Himmel.
Und? Ta-ta-ta-ta. Toll, ne? So, und das ist die Erklärung sozusagen für das Gerkensche Theorem. Bernd Gerken hat nämlich schon vor etlichen Jahren auf den Planetenbeobachtertagungen gesagt, nützt die goldene Stunde eine Stunde vor Sonnenuntergang. Woran liegt das? Und das ist die theoretische Erklärung. Sie sehen, die Bäume, die Pflanzen und so weiter, das Bild wirkt grau und sehr kontrastarm. Im thermischen Infrarot ist dieses Bild gähnend langweilig. Es gibt kaum thermische Spannungen. Und zwar passiert um 19 Uhr, so die Stunde vor Sonnenaufgang, so, dass die Einstrahlung mit der Kühlung, also mit der Turbulenz und mit der Abstrahlung ein Gleichgewicht bildet. Das heißt, es kommt genau das rein, was rausgeht. Und durch dieses Gleichgewicht hören die thermischen Spannungen auf. Das macht dieses Bild so langweilig. Und das bedeutet, die Luft kommt für eine Zeit zur Ruhe und kurz vor Sonnenuntergang können wir eine Tagesbeobachtung der Planeten oder des Mondes starten und wir kriegen ein scharfes Bild. Jetzt warten wir auf den Sonnenuntergang. Sie kennen ja, ne? Der böse graue Schindelhund nimmt die Zähne aus dem Mund, hängt die Krallen in den Schrank und wartet auf den Mondaufgang. Das machen wir jetzt. Wir gucken uns dieselbe Almwiese um 22 Uhr an. 22 Uhr, Mitte August, schön düster in Österreich, ne? Und Film ab. Ne? Gut. So. Aha, was passiert jetzt? Sie sehen wieder Turbulenz, aber reverse. Das heißt, die Luft, die tagsüber in das Tal, aus dem Tal aufgestiegen ist, ist jetzt durch die Abkühlung, durch die klare Nacht, so weit abgekühlt, dass sie schwerer ist, als die Luftschichten darüber ist. Bildet sich also eine Inversionswetterlage, zumindest mikroklimatisch. Und Sie sehen, wie die Turbulenz jetzt wiederum den Hang runterfließt. Sie ist nicht so ausgeprägt wie am Tag. Am Tag ist es wesentlich stärker. Aber das deckt sich ja auch mit unserer Beobachtung. Wenn wir richtig so gegen Mitternacht beobachten, haben wir Seeing. Das Seeing ist aber nicht mit dem Tagesseeing zu vergleichen. Das ist vielleicht die Hälfte oder ein Drittel. Aber es ist schon wieder deutlich mehr als um 19 Uhr in der Lucky Hour. Und ich finde, das ist eine relativ interessante Erkenntnis. Weil man jetzt durch die Thermografie wirklich visualisieren kann, warum das eigentlich ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Forschungsziel für die nächsten Jahre, einfach mich mit der weiteren Physik so weit zu beschäftigen und auch natürlich aus anderen Situationen abendfüllende Thermofilme zu machen, also nur was die Aufnahme angeht, selbstverständlich. Ich werde Ihnen also nicht mein Material in Echtzeit vorführen. Es sei denn so in der nächtlichen Schleife, so auf dem Kinderkanal. Bitte. Sehen Sie. Nö, das ist exakt das. Das ist der Ausgleich der eigentlichen thermischen Spannungen in den verschiedenen Höhen. So, jetzt noch um 0 Uhr möchte ich auch noch den Film vorführen. Und zwar das hier. Und wie Sie sehen, wie es kommt, es tritt natürlich jetzt die Wolkenschicht auf. Wolkenfront kommt. Und Sie merken schon, sobald die Wolken da sind und der große Strahlungsschutzschirm über die Landschaft gestoßen worden ist, kommt die Turbulenz zum Erliegen. Und genau das könnte ein Hinweis sein für die uralte Regel Planetenbeobachter, wo es ja nicht auf die Helligkeit ankommt. Bis zum einschließlich des Saturns sind die Planeten, weiß Gott, hell genug. Bei leicht diesigem Himmel haben wir das beste Seeing, nämlich gar keins. Warum? Ganz einfach, der Dunst hat eine Temperatur, die deutlich oberhalb der Temperatur des klaren Himmels liegt. Und dadurch haben wir natürlich ein thermisches Gleichgewicht,
Und dieses thermische Gleichgewicht sorgt dafür, dass es einfach weniger Antriebsenergie für die ewige Luftunruhe gibt. Das heißt, die kleinen Heißluftballons werden einfach nicht so aufgeblasen. Und was wir auch lernen aus diesen Bildern, wie groß ist eigentlich so ein Luftwirbel? Luft hat nämlich eine interessante Eigenschaft. Luft ist in Wirklichkeit gar nicht so ein dünner Geselle, wie wir es vermuten. Wenn Sie zum Beispiel mal ein Räucherstäbchen anmachen, dann sehen Sie, dass es also nicht so ein Mini-Pli gibt, sondern dass es so große, runde, seltsame Gebilde gibt. Ich denke mal, die allermeisten von uns sind mittlerweile Nichtraucher. Also nehme ich das mal als Beispiel. Luft ist ein zäher Geselle. Luft ist so ein bisschen der Honig unter den Gasen. Das heißt, wenn Sie versuchen, Luft zu durchwirbeln, können Sie die Wirbel nicht beliebig klein machen, wie zum Beispiel Verdünnung. Das ist viel beweglicher. Nur weil Luft halt ein Gas ist, scheint das so, als ob es ein dünner Geselle sein. So, das heißt, die Luftmoleküle, die reiben sich aneinander. Das heißt, so ein typischer Luftwirbel kann gar nicht so groß sein. Ein typischer Luftwirbel hat minimal einen Durchmesser von 4-5 Zentimetern. Da muss es aber schon mit dem Teufel zugehen und wir müssen richtig mit der Keule draufhauen. Sie sehen also, ein typischer Luftwirbel hier in der Landschaft hat also eine Größenordnung vielleicht 1 Meter Breite, 10 bis 30 Meter Länge. Das ist ein typischer Luftwirbel. Das heißt, es sind gar keine kleinen Gesellen, das sind richtig dicke, dicke Dinger. Und ich finde, diese Erkenntnis ist auch ziemlich wertvoll. Und zwar, damit möchte ich auch langsam aber sicher auf das nächste Kapitel meines Vortrags überleiten, die ewige Diskussion, was macht denn die Luft in unseren Fernrohren? Nicht in der Landschaft, sondern in unseren Fernrohren. Und da muss ich sagen, das erklärt auch ein bisschen die Funkstille in den diversen Internetforen, wo es dann um das Tubus Inner Seeing kommt, wird im Moment nur ganz furchtbar spekuliert. So, und das hat mich zur Idee gebracht, warum mache ich nicht das Gleiche wie mit der Landschaft mit unseren Fernrohren? Und genau das möchte ich Ihnen jetzt zeigen und Ihnen die ersten Messungen Thermografie von Fernrohren beim Auskühlen vorführen. So, jetzt wird es übrigens auch wieder ein bisschen bunter. So. So, Sie sehen ein Spiegelteleskop und ein Refraktor beim nächtlichen Auskühlen. Fangen Sie was? Sie merken sofort, der Hintergrund ist wieder kräftig am Wackeln. Das kommt davon, dass es halt Bäume, Büsche sind, halt in einem typischen Bonner Gacht. Die Warmluftknubbel, die sind sozusagen im Gemüse geparkt und entweichen zuweilen. Das heißt, der Garten dünnt sozusagen seine eigene Temperatur aus. Auch Gärten sind durchaus nicht immer die besten Beobachtungsorte, weil einfach das ganze Hochgemüse, also die ganzen Büsche, Bäume und so weiter, die Wärme in sehr irregulären Ballen speichern. Wenn Sie jetzt mal hier auf dieses Spiegelteleskop achten, dann Sie sehen natürlich viel Reflexion der Landschaft auf dem Spiegel, aber auch sonst, sehen Sie, dass der Strahlungsausgleich in dem Tubus sehr viel unruhiger ist als im geschlossenen Refraktor. Der geschlossene Refraktor ist ein geschlossenes Gebilde, das für sich mal auskühlt und dann hier schon in einem mittleren Stadium relativ wenig thermische Spannungen, relativ wenig thermische Unterschiede enthält. Und das sorgt dafür, dass ein Refraktor per se etwas ruhiger wirkt als ein Spiegelteleskop. Außerdem, das Spiegelteleskop ist größer und wir haben doch gelernt, dass ein Luftwirbel einfach eine gewisse Mindestgröße hat. Dieser Refraktor ist einfach zu klein, als dass sich hier eine richtige Turbulenzzelle aufbauen kann. Das ist hier schon besser. Wobei normale Teleskope im Amateurbereich so klein sind, dass sich da sowieso keine Turbulenzzellen aufbauen. Das heißt, ich habe selber persönlich an diesen ganzen Diskussionen vom Tubus inneren Seeing massivste Zweifel. Erfreulicherweise, das kann man mit Profi-Instrumenten auch ausprobieren. Ich müsste mal gucken, ob ich nicht vielleicht doch nochmal ein Laser-Doppler-Anemometer oder zumindest ein Hitzdraht-Anemometer bekomme. Und dann kann man mal tatsächlich die Turbulenz in einem Tubus, der auskühlt, nachmessen. Wäre mal eine interessante Sache. Ja, gucken wir uns noch einen weiteren Film an. Gucken wir mal an, wie kühlt sich denn so ein Fernrohr einfach prinzipiell mal aus? So. Film ab. Sie sehen hier einen kleinen Refraktor
in einer Gartenszene. War nicht das perfekteste Wetter. Zuerst wird die Wiese kalt und Sie merken noch richtig, wie die Bäume noch lange, lange, lange Zeit die Wärme speichern. Nun ist dieses Bild, dieser Film leider Gottes etwas kontrastschwach. Ich nehme vielleicht noch ein etwas besser kontrastierten Bild, das hier zum Beispiel. Ja, perfekt. So, das ist etwas kontrastierter und Sie merken schon, wie schnell der Refraktor kalt wird. Das ist also eine Sache von ja, vielleicht einer halben Stunde, also sehr schnell, aber von unten kommt noch die Abstrahlung vom Boden und von oben kommt die Einstrahlung durch den sehr kalten Himmel. Sie merken also, dass allein die Ausrichtung des Tubus zum warmen Boden und zum kalten Himmel immer noch in dem Tubus eine thermische Spannung aufbaut. Und genau das ist das, was ein Fernrohr eigentlich nie richtig auskühlen lässt. Und das erklärt auch, warum die Leute, die zum Beispiel ihren Tubus irgendwie in Isoliermaterial einpacken, wie so ein gedämmtes Haus, meistens ganz begeistert sind, dass das dann nicht passiert. Weil nämlich ein eingepacktes Fernrohr schlicht und einfach seine Temperatur, die es hat, beibehält. Man kann es ja zum Beispiel gut belüften, damit es wenigstens immer die Lufttemperatur hat. Das heißt, die Idee, seinen Fernrohrtubus nach außen zu isolieren, ist gar nicht so sinnlos. Das ist sogar eine wirklich intelligente Idee. Und ganz ehrlich gesagt, wir sollten da durchaus mal weitere Experimente machen. Und anhand der Umgebung sehen Sie immer noch den Speichereffekt der Bäume. Und genau das ist eigentlich ein Hinweis, wie es weitergeht mit der Forschung. Wir müssen jetzt mal gucken, wie verhält sich eigentlich wirklich die Turbulenz zur Umgebung. Was passiert am Seen? Was passiert auf Wiesen? Was passiert zum Beispiel bei einem Kornacker, bevor er gemäht worden ist, nachdem er gemäht worden ist? Am Wegesrand kann man ja sich auch aufbauen. Was passiert in Gärten? Was passiert in Waldnähe? Sie merken schon, die Anzahl der Kombinationen, die es gibt, ist sicherlich noch mehrere Jahre Arbeit. Und was dann dazu kommt, ist vielleicht auch mal das Innenklima von Sternwarten erkunden. Dass man zum Beispiel mal guckt, Rolldachhütte, wie kühlt die aus? Was passiert, wenn man in einer Kuppel ist? Was passiert da eigentlich? Und dass man dann guckt, woher es kommt, Seeing zur thermischen Spannung. Vielleicht kann man da sogar noch einen Messwert daraus entwickeln. Also, es gibt viel zu tun, more research needs to be done. Und dann darf ich mich erstmal bedanken und freue mich auf die künftige Forschungsarbeit und dass ich Ihnen in den kommenden Jahren noch mehr berichten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, und jetzt kann ich ganz viele Fragen beantworten. Bitte. Also die Kamera ist eine sehr hochwertige Kamera. Es handelt sich hier um eine Vario Cam HR von Jenoptik. Die hat laut Herstellerspezifikation 30 Millikelvin Auflösung. Aber ich habe es selber gemessen, es ist etwas besser. Und sie ist amtlich kalibriert. Wahrscheinlich nein. Ich weiß es allerdings nicht, weil ich noch nie das Glück hatte, mal einen Carbon-Turbus zu thermografieren. Ich habe mir schon allen Ernstes überlegt, ob ich mit meiner Kamera mal auf einer Starparty auftrete und dann mal einfach freundlich die Leute anspreche. Ich vermute mal eher nein. Und zwar einfach aus vollem Grunde, Kohlefaser ist eigentlich auch ein relativ guter Wärmeleiter. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die Kunststoffmatrix, in der die Carbonfasern eigentlich eingebettet sind, dass der dann etwas besser isoliert. Aber ob der Unterschied wirklich viel ausmacht, hängt wahrscheinlich auch von der Belüftung des Tubus ab. Also da würde ich sagen, da muss ich passen, das weiß ich einfach noch nicht. Bitte. Nee, durchaus nicht. Also es kann sein, Sie sehen das ja hier auch,
dass die Temperatur auf der Oberseite des Tubuses weit unterhalb des Taupunkts absinken kann, allein durch die Abstrahlung. Das ist der berühmte Autoscheibeneffekt. Ne? Sie haben sich sicherlich schon mal gefragt, warum Sie immer die Frontscheibe kratzen müssen, aber die Seitenscheiben nicht. Ganz einfach, weil die Seitenscheiben senkrecht sind, die sehen mehr von der warmen Landschaft und weniger vom kalten Himmelszelt und die geneigte Frontscheibe, wenn Sie aus dem Blickwinkel der Frontscheibe gucken, sehen Sie viel mehr kalten Himmel. Und das ist mit der Oberseite des Tubus teilweise so krass, dass sie eine rein durch die Abstrahlung, durch den Strahlungstransport einen Kühleffekt kriegen, der ungefähr eine Zehnerpotenz größer ist als der Wärmetransport durch die Konvektion. Wenn Sie also ungesättigte Luft, sagen wir mal Luft mit 50% relativer Luftfeuchtigkeit, durch ein gleich warmes Teleskop blasen, wird damit Kondensation Sie überhaupt nichts tun. Genau. Schauen Sie mal, dieser kleine Tubus, der so ruhig dasteht, der hat zwar jetzt thermische Spannung, aber gucken Sie sich doch mal die Umgebung einfach an, wie die am Flackern und Flimmern ist. Ich würde sagen, der erste Kilometer vom Fernrohr bis, sagen wir mal, in die untere Troposphäre, bis wir aus der sogenannten, was die Klimatologen sagen, planetaren Randschicht raus sind, das ist der gefährlichste, seeing-anfälligste. Und von diesem letzten Kilometer Strahlengang, da sind die letzten 2 Meter, also 0,2% unser eigentliches Instrument. Was sollen die denn noch bewirken? Mit Verlaub gesagt. Deswegen finde ich es auch sehr wertvoll, dass der Deutsche Wetterdienst mir einfach auch gesagt hat, pass mal auf, Gerch, für dich ist das interessant, was sich so in den ersten 100 Metern unserer Erdatmosphäre abspielt. Erfreulicherweise, da haben auch schon viele, viele Leute zu geforscht, unter anderem auch der Bruder des Erfinders des Geigerzählers, der Rudolf Geiger, der seinen Bruder nicht nachäffen wollte, dann hat er gesagt, Mensch, ich mache was anderes. Der hat diese sogenannte bodennahe Klimatologie begründet und das Buch, was er geschrieben hat, das ist leider nur noch antiquarisch erhältlich, kann ich nur als Lektüre empfehlen, das verstehen wirklich auch Laien. Der hat einfach erstmal gemessen, geguckt, was los ist und der hat auch ohne Thermografie solche Flimmergeschichten wirklich toll erklären können. Also beim Herrn Geiger habe ich eine Menge gelernt. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ein Carport. Ja, ohne Scheiß. Oder einen schönen großen Sonnenschirm. Das heißt, wenn Sie glücklicher Besitzer eines Einfamilienhauses sind oder eines Zweifamilienhauses, Sie haben einen kleinen Garten oder zumindest eine Gartenterrasse und Sie möchten zu Hause beobachten, bauen Sie Ihr Teleskop ruhig am späten Nachmittag auf, stellen den Sonnenschirm drüber und warten einfach. Dann hat nämlich dadurch, dass durch den Sonnenschutz erstens die Einstrahlung der Sonne blockiert wird, aber was viel wichtiger ist, auch die Abstrahlung in den eiskalten Himmel, bauen Sie natürlich sehr viel thermische Spannung ab. Das heißt, die konvektive Wärmeübertragung, also wirklich von Tubus auf die Luft, wird dann zum eigentlich maßgeblichen Temperaturanpassungsmechanismus. Und das ist eine relativ sanfte Angelegenheit. Das heißt, Ihr Teleskop kühlt langsam aus, so die berühmte halbe bis ganze Stunde, je nach Bauart. Ne? Ein Dobson geht wahrscheinlich schneller. Und dann ist gut. Bauen Sie Ihr Teleskop auf, schatten Sie es ab und dann benutzen Sie es.
Die Frage kann ich Ihnen im Moment noch nicht ganz beantworten. So ganz aus dem dicken Bauch raus würde ich den freiliegenden Wiesenstandort benutzen. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch gerade erst damit angefangen, meine Kamera überhaupt erstmal aufzubauen, da ich nicht, die Kamera hat einen Nachteil. Sie ist für Normalsterbliche unbezahlbar teuer, es sei denn, sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Das ist was anderes. Aber sie geben mit Sicherheit nicht 35.000 Euro für eine hochspezialisierte Kamera aus, nur so zum Spaß. Ne? Das machen sie nicht. So, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Die läuft bei mir täglich. Ne? Fragen Sie mal Ihren Zahnarzt, was dessen Praxis gekostet hat. Ne? Aber der verdient trotzdem sein gutes Geld, weil er einfach jeden Tag Leute da malträtiert. Und genauso ist das mit meiner Kamera auch. Und deswegen, ja gut, es ist einfach eine limited resource, wie man so schön sagt. Ne? Ich versuche es. Es belastet ja auch nicht, die Kamera ist voll programmierbar. Ich baue das auf ein Stativ, natürlich so, dass sie also nicht verdunstet. Kameras haben einen hohen Dampfdruck und nehmen dann auf und gucken dann nach, was nach 24 Stunden dabei rausgekommen ist oder nach entsprechend 30, 40 Minuten. Ne? Nur das dauert noch. Aber nach den ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist die platte Wiese, die jetzt nicht so die speichert hier, wenn man die Wahl hat natürlich. Wenn man die Wahl nicht hat, dann kommt es natürlich auf, weniger den richtigen Ort zu finden, denn den kann man sich nicht aussuchen, zum Beispiel als Stadtkind, sondern dass man sich die richtige Zeit aussucht. Da müssen wir auch noch gucken. Deswegen gehe ich jetzt hin. Mein Pläne für die nächste Zeit ist also wirklich verschiedene typische Situationen, wo ich die Kamera sicher für 24 Stunden aufstellen kann, wirklich solche 24-Stunden-Sequenzen macht, wie ich das jetzt versucht habe auf diesem Parkplatz oder von meinem Bürofenster aus oder eben auf der E-Alm. Das sind so die ersten Versuche. Ja. Ja. Ja, das ist schlicht und einfach Beton. Gehwegplatten und Beton. Das Fernrohr ist eine Gusssäule, die auf einem ungefähr 10 bis 12 cm starken Betonplatte steht. Ich habe nämlich selber meinem Freund mitgeholfen, die Grube auszuheben, das Kiesbett zu machen und den Beton zu gießen. Sie kennen doch das Motto der Betonindustrie, ne? Mission Possible. Das ist der kräftige Temperaturgradient. Und dazu möchte ich noch mal ganz kurz eine PowerPoint-Folie zeigen, wenn Sie mir das erlauben. Da wird es dann sofort klar. So. Schubidu. So. So. Hierhin. Wir sehen, wir haben im thermischen Langwellen-IR das große Infrarotfenster der Luft. Wenn wir klaren Himmel haben, dann ist zwischen uns und dem Weltraum nichts mehr. Das heißt, oben wird der Himmel sehr kalt. Und wenn ich meine Thermokamera in einen super klaren Himmel, selbst jetzt am Tag halte, messe ich eine Infrarot-Äquivalenthelligkeit, die ungefähr einer Temperatur von minus 120 bis 130 Grad entspricht. Selbst an einem diesigen Tag habe ich immer noch minus 30 bis minus 25 Grad. So. Das heißt, der Himmel tut so, als ob er sibirisch kalt wäre, bis zur kryogenen Kälte. Und deswegen, die Oberseite ist dem Himmel direkt ausgesetzt. Sie kühlt aufgrund des Strahlungstransportes, T hoch 4, Stefan Boltzmann, ja, sehr viel stärker aus als die Partien unten, die den Himmel nicht sehen können, weil sie nach unten gucken. Wenn ich hier hingucke, sehe ich nicht, was ober mir ist. Wenn ich aber nach oben gucke, sehe ich den Himmel. Ne? Und nach oben werde ich meine Wärme los durch Abstrahlung, aber nach unten herrscht Gleichgewicht. Und das ist der Grund, weswegen alle Partien alle Gegenstände, die dem Himmel ausgesetzt sind, ihre Wärme bei klarem Himmel wesentlich schneller und effizienter loswerden als nach unten. Ja, ist er auch.
Das ist nichts anderes. Eine Thermokamera ist nichts anderes als ein Infrarotthermometer, das gleichzeitig nicht nur einmal, sondern in meinem Fall 360.000 Mal misst. Und aus diesen 360.000 kleinen Infrarotthermometerchen wird ein Bild zusammengesetzt. Gegenfrage. Meine Kamera hat 360.000 Pixel und hat 36.000 Euro gekostet. Knapp. Sie kriegen also ein Infrarotthermometer für 10 Cent. Dummerweise nicht einzeln. Bitte? Nur in der Großpackung, genau. Okay, gibt es weitere Fragen? Ansonsten stehe ich natürlich noch gerne zur Verfügung für weitere Sachen, aber Sie sehen auch schon, warum biete ich jetzt hier nicht so einen geleckten, rundgeschliffenen Vortrag? Ganz einfach, was Sie hier bekommen, ist Einblick in eine laufende Forschungsarbeit. Und das macht Wissenschaft zur Wissenschaft. Wir Wissenschaftler sind keine Leute, die die Welt erklären können. Wir suchen ja gerade nach etwas. Und deswegen so viel neue Fragen, so viele neue Messaufgaben. Ich möchte Sie einfach nur an diesem wissenschaftlichen Prozess teilhaben lassen. Das war der Sinn dieses Vortrags. Bitte. Silvia, schreibst du gerade einen Forschungsantrag? Das hört sich nämlich sehr danach an. Wir müssen uns gleich mal unterhalten. Ich muss gestehen, diese Forschungsarbeiten weichen so ein ganz klein bisschen, so sagen wir mal, von der Amateurastronomie ab. Hier verschwimmt sehr viel und wir haben aber auch schon festgestellt, dass die Leute, die ihren Lebensunterhalt mit Wissenschaft verdienen, sagen wir mal, solchen Ideen, die einfach aus dem, naja, kundigen Volk kommen, durchaus sehr aufgeschlossen sind. Den Tipp mit diesen Zungen auf dem Gras, der ist nämlich nicht auf eigenem Mist gewachsen, dem verdanke ich dem Schweizer Wetterdienst. Ich saß nämlich mal als kleines aufmerksames Mäuschen in einem Fachvortrag von den Leuten und habe mal zugehört. Also das hat sich echt gelohnt. Also ich denke mal so, der Austausch zwischen den verschiedenen Disziplinen und zwischen den verschiedenen Leveln wird hier ganz besonders deutlich sichtbar. Und das finde ich eine tolle Sache, weil wir hier einfach etwas produzieren können, wovon echt alle was haben. Bitte. Das geht leider nur nacheinander, schlicht und einfach aus organisatorischen und finanziellen Gründen. Vorerst mal nicht, weil ich denke mal, auf dem Gebiet der Bildbearbeitung herrscht jetzt ein sehr akzeptabler Standard und da gibt es jetzt nicht mehr so viel Meriten zu verdienen. Ich denke mal, da gibt es andere Sandkästchen, wo wir buddeln können. Genau deswegen denke ich mal, der nächste Schritt wird sein, also sagen wir mal, quantitative Messungen vorzunehmen. Und zwar
Durch was ganz Einfaches. Man nehme eine ganz billige Webcam, von mir aus das alte Philips-Ei, was auf diese Weise nochmal recycelt und vom Elektromüll gerettet werden kann. Und man nimmt ein ganz normales Bildaufnahmeprogramm und lässt diese Webcam etwas machen, was furchtbar langweilig ist. Sobald es dunkel wird, guckt das Ding sich die Kapelle an. Von mir aus 12, 13, 14, 15 Stunden lang im Winter. Natürlich im Sommer natürlich entsprechend weniger. So, und da die Kapella hier in Mitteleuropa gerade eben zirkumpolar ist, halt kann man die Kapella in allen möglichen Höhen, was auch sehr geeignet ist, zum Beispiel der Stern Vega. So, und da man ja weiß, zu welcher Zeit man welches Bild gemacht hat, zum Beispiel durch die Einblendung der Uhrzeit, kann man dann durch das Flimmern, was sich auf der Webcam zeigt, auch ein Maß für die Luftunruhe entwickeln. Hochinteressant. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber morgens nicht so lange anhält wie abends. Und zwar könnte das dadurch sein, dass die erste Tageshelligkeit auch schon wieder eine gewisse diffuse Einstrahlung erzeugt, wenn es noch nicht ganz hell ist, aber schon so ein bisschen. Und dass diese diffuse Einstrahlung genau die Abstrahlung, gegen Ende der Nacht, hat sich durch die Abstrahlung, die zeitliche Kurve, also Grad Celsius pro Stunde, Abkühlung schon sehr abgeflacht. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch der Grund, weswegen das in meinem Video von der Landschaft in der zweiten Nachthälfte sehr kontrastarm wurde. Einfach weil das, was in Tagesenergie war, dann halt weg ist. Das geht am Anfang steil mit der Abkühlung und dann immer flacher. Und wenn dann irgendwann mal anfängt, dann könnte es zu der berühmten Minute kommen, wo Ein- und Abstrahlung im Gleichgewicht stehen. Und dann kommt die Turbulenz aufgrund der Viskosität der Luft schlicht und einfach mal eine kurze Zeit zum Stehen. Ja. Also ich würde zuerst mal sagen, direkt bei Sonnenuntergang. Bei Sonnenuntergang und dann würde ich sagen, in der Stunde vor Sonnenaufgang. Ja, und wenn man nicht ganz so genau, wenn man etwas toleranter ist, dann in der zweiten Nachthälfte. Ja. Sie sehen, wie tief dieses Fass eigentlich ist. Und das freut mich auch, dann habe ich nämlich für die nächsten Jahre mal wieder was Sinnvolles zu tun. Gut, Dankeschön. Thank you.